Herzlich willkommen zurück zu Superland mit Arezu. Ich bin Arezu und wir müssen hier wieder durchlaufen. Kein Problem. So, den Weg kennen wir ja schon. Na, kommt hier ein neues Vieh raus? Sieht nicht so aus. Neue Sitzung, das heißt, es ist möglich und hier wird mit Sicherheit einer gleich kommen. Los, komm, trau dich raus. Ich höre mich gerade für mich sehr seltsam an, weil ich neue Kopfhörer habe und die wesentlich besser isolieren. Wenn ich also jetzt die ganze Zeit rumschreie, dann liegt das daran und ich bitte um Entschuldigung. Und wenn schon nicht um Entschuldigung, so doch um Verzeihung. Au! So, erledigt. Sehr gut. Gleich ein bisschen Heilung wieder mit eingesammelt. So, wir haben hier zwei Knöpfe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier nicht einfach den Kubus rauflegen kann, denn sobald ich davon runtergehe, ja, macht es wieder zu. Okay, das heißt, wir brauchen irgendwas Schweres, um das zu beschweren. Da haben wir noch eine Kerze, die man anmachen könnte. Kann ich die anschießen? Nein. Es war ein Versuch wert. Das hier sieht aus, als könnte hier irgendwo ein Secret Area sein. Aber ist nicht. Okay. Dann nicht. Auch immer darauf achten, ob wir irgendwo kleine Lücken in den Strukturen sehen, wo man eventuell so ein... Wie heißt es doch, reinschießen kann? Oh, hier haben wir eine Konstruktion, mit der man sicher was machen kann. Was passiert denn, wenn wir hier raufdrücken? Okay, es startet ein Countdown, außerdem bekommen wir eine Möhre. Ich nehme an, die Möhre verschwindet, wenn der Countdown abgelaufen ist. Das hier ist zum Färben mal wieder. Ich nehme an, wir müssen das dort irgendwie verschließen. Okay, nein, wir können den Knopf nur einmal alle 20 Sekunden benutzen. Okay. Hallo. Ich habe gerade diesen Prototyp für ein Warnsystem installiert. Platziere eine Lampe in der Box, um das Paniklevel einzustellen. Das klingt nicht nach dem zuverlässigsten Warnsystem. Okay. Ich nehme an, wenn ich da eine Karotte reinwerfe, dann haben wir das orangene Paniklevel. Moment mal kurz. Ne, okay, das hier zählt schon mal nicht als was Oranges hier. Hat das geklappt? Ich glaube nicht. Ich meine, da liegt was Orangenes drin, aber das zählt nicht als Lampe. Okay. Mal sehen, wie aktivieren wir diesen Knopf? Hiermit. Das heißt, wir müssen hier was Oranges durchkriegen. Ach, Moment mal, klar. Wir müssen orange sein. Und zack. Zack, zack. Gut, das ist kein Problem. Zwei Probleme, die wir haben. Erstens, ich weiß nicht, wie ich diesen... wie ich das hier aktiviere. Zweitens weiß ich nicht, wie ich das hier vernünftig verschließe. Ich nehme stark an, eine Karotte würde dort nicht reichen, um das runterzudrücken. Das würde mir sehr seltsam vorkommen. Heißt aber nicht, dass ich es nicht versuchen werde. Frag mich, wofür der Countdown... Oh, Moment mal, wofür... Achso, hiermit. Okay. Das ist doof.
Ja, so färben wir orange, allerdings fängt das sofort wieder an. Der Force Cube kann das hier nicht runtergedrückt halten. Was doof ist. Kann ich eventuell Folgendes machen. Moment, wir machen das. Wir färben den Force Cube, ja. Und jetzt ziehen wir den Force Cube dort weg. Oder auch nicht. Moment, wenn wir nochmal hier drücken, dann... Die Hoffnung war, dass ich den damit einfach weggedrückt bekomme hier. Moment, aber wenn wir ihn hier hinpacken, dann haut das vielleicht hin. Okay, und noch ein Stück. Sehr gut, und vielleicht noch ein Stück. Nee, okay. Verdammt. Okay, das Wasser reicht bis hier hinten. So, kann ich ihn jetzt hierher ziehen? Ja, okay. Sehr gut. Das haben wir ohne Probleme geschafft. Und jetzt fällt mir auf, dass ich den Force Cube so nicht bewegen kann. Achso, ja, ich kann hiermit ja ziehen. Was ich ja gerade auch schon gemacht habe. Na, kommst du her. Das war's offenbar nicht. Okay. Wofür brauche ich dann den orangenen Kubus? Eventuell gar nicht. Vielleicht war das gar nicht geplant. Vielleicht kann ich den aber auch benutzen, um das hier zu beschweren. Manchmal verhalten sich die Dinge hier anders, wenn sie anders gefärbt sind, ne? In diesem Falle wirkt es aber nicht so, als wäre das die Lösung. Ja, an sich müsste ich mich wohl färben hier. Aber ich weiß nicht wie. Ja, da hinten haben wir unseren Cousin. Den kann ich aber momentan noch nicht reinholen. Ja, hier brauche ich was, um das zu beschweren. Oh, Moment mal kurz, was wir mal probieren können. Hier funktioniert übrigens der Force Cube für den roten Knopf. Wenn ich dann nach oben komme. So. Oh, Moment mal. Also ja, das sind zwei. Okay. Das hat nicht so gut geklappt. Ich sehe gerade nicht wirklich, wie ich hier vorankommen soll. Ich kann mich leider gerade nicht wirklich umfärben. Nehmen wir an. Moment, kann ich einfach genug Möhren raufpacken, dass das beschwert wird? Wahrscheinlich nicht. Warum hat das einen Timer ausgerechnet? Muss einen Grund geben, dass da ein Timer ist, oder? Moment, das hier zählt nicht als Lampe, oder? Eventuell doch. Okay, wir haben eine grüne Lampe drin. Okay. Und dadurch passieren jetzt Dinge? Das Panik-Level ist jetzt grün. Hilft uns das irgendwie weiter? Die Tür kriege ich so nicht auf. Da,
Tada. Wie kriege ich das Feuer hier rüber? Ich weiß auch nicht, ob es nötig ist, das Feuer hier rüber zu kriegen. Können wir mal gucken, ob wir hier hochgeklettert kommen. Klappt nicht so perfekt. Oh, Moment, ich denke, ich weiß, wie man hier rüberkommen soll. So, okay. Okay, so schon mal nicht. Das hat fast geklappt. Fast reicht mir noch nicht. Na. Das kann doch nicht so schwer sein. Moment mal. So, das hat schon mal geklappt. Na. Geht doch nur ein klein bisschen. Aha! Okay, wir sind ein kleines Stückchen weiter oben. Ups. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Okay. Sehr gut. Nicht so gut. Manchmal. Ich nehme an, da können wir nicht einfach. Nein. Die Kugel reinwerfen. Moment, das müssen wir ja gar nicht mehr machen. Wir können ja einfach hochklettern. Zack. Okay, was nun? Ja, was nun? Hier sehe ich nichts, womit ich mich weiter oben verbinden kann. Hier will ich bitte nicht runterfallen. Das hat nicht geklappt. Fast. Hoppala. Ich bin die ganze Zeit panisch, weil ich nicht den ganzen Weg nochmal laufen möchte. Fast. Aha. Sehr schön. Mal schön vorsichtig. Und da haben wir einen Schlüssel. Das lief nicht so ganz perfekt. Sehr schön. Wir sind wieder ein Stückchen weiter oben. Wir gucken uns hier mal um, ob wir hier noch Münzen haben, die wir mitnehmen sollten. Auf jeden Fall haben wir hier einen. Okay, hier haben wir Münzen, das ist gut. Da haben wir eine Flamme. Dort hinten haben wir eine Kiste, die ich ganz gerne natürlich hätte. Ich habe Angst, dass wenn ich da hinten versuche hinzuhopsen, dass ich dann hier runterfalle. Das will ich ja auch nicht. Okay, das hat gut geklappt. Kombo-Schaden plus 25. Der Kombo-Schaden deines Blasters ist jetzt 25 höher. Neuer Schaden 125. Gut, ich wusste nicht, dass es sowas wie Kombo-Schaden gibt. Ich bin froh, dass er verbessert wurde. Okay, das hat geklappt. Sehr gut. Okay, hier können wir einfach runter und den Schlüssel holen. Sehr schön.
Und wir machen auf. Puh, danke. Ja, kein Problem. Vielleicht kannst du mir jetzt ja bei ein paar anderen Dingen helfen. Mal sehen, wo er lang geht. Oh, der könnte sich theoretisch hier auf die Plattform stellen, ne? Den Knopf. Laufe nervös hin und her, bis du die Tür geöffnet hast, ja? Okay, kein Problem. Er läuft hier immer durch. Ne? Schade, keine Karotte in der grünen Box. Okay, ich muss ihn also anlocken. Oh, und wahrscheinlich... Moment, wahrscheinlich werde ich dort die... das Paniklevel reduzieren müssen, aber erst einmal möchte ich gucken, wie er reagiert, wenn es nicht reduziert ist. Was komm, hol dir deine Karotte. Na komm. Komm her. Oh ja, ich brauche jetzt eine Karotte, um meine Nerven zu beruhigen. Ja, und... Hab dich. Ich bin dämlich. Zack, weg. Zack, weg. Na los, komm her. Beruhige deine Nerven. Beeile dich ein bisschen dabei. Na los, komm. Okay, da ist er. Und zack. Wir warten ab. Kann ich jetzt Präsident werden? Ah, weil er orange ist. Die zweite Trump-Anspielung in diesem Spiel. Okay, die Tür geht so einfach gerade nicht auf. Ich nehme an, die geht auf, wenn wir das Paniklevel reduziert haben. Gut, alles ist sicher. Ich kann langsamer machen, sagt er. Okay. Aber warum musste er langsamer machen? Ich sehe keinen Grund, langsamer zu machen. Schneller machen wäre besser, ne? Ich glaube, das ist es. Keine Panik, du bist bald wieder bei Papa. Okay, ich weiß nicht. Ich nehme an, wenn ich die Panik erhöhe, dann... läuft er schneller hier durch. Und ich nehme an, er muss schneller durchlaufen, damit alles gleichzeitig aktiviert ist. Die Frage ist, wie komme ich jetzt an etwas Rotes, das ich dort reinwerfen kann? Einfach eine Karotte reinwerfen hat nicht funktioniert. Das haben wir schon probiert. Ach Gott, ich müsste jetzt den ganzen Weg nochmal nach oben gehen. Normalerweise liefert das Spiel einem bei sowas eine Abkürzung. Aber jetzt bei diesem Aufstieg nicht. So, zack, zack. Okay, beim zweiten Mal geht es auch wesentlich leichter. Das war dämlich. Das war doof. Das war idiotisch. Das war gut. Verdammt nochmal. Das war suboptimal. Was das war, weiß ich nicht mal mehr. So, kein Problem. So, wir
gehen hier hinten lang, ne? Beziehungsweise hier oben. Genau. Und gucken uns an, wie es da drinnen aussieht. Ist das hier ein Secret Area? Das sieht aus wie ein Secret Area. Ich hatte schon eine Weile keins. Ne, kein Secret Area. Langweilig. Hallo. Tschüssi. Das hat fast geklappt. Das hat ebenfalls fast geklappt. Das hat geklappt. Okay. Da haben wir einen Haufen Lava. Ich weiß nicht warum. Okay, ich weiß nicht, warum der mir eine 2 und eine und einen Linksklick anzeigt. Mit 2 komme ich zum Blaster. Das haben wir hier. Achso, Moment mal. Soll ich... Ah, okay. Ja, damit kann ich die Pappe hier verbrennen. Okay. Oh, hallo, Mr. Rätsel. Hey. Aus irgendeinem Grund kommen diese Fliegen mit Lava viel besser klar als mit Wasser. Okay. Gut zu wissen. Okay, dann... Hi, Leute. Und tschüss, Leute. Ah, okay. Ich kann die Fliegen hier wahrscheinlich durchleiten. Okay, ich sehe. Obwohl, Moment, wir müssen erst einmal das hier hinpacken. So. Kommt her, Fliegen. So, okay, wunderbar. Jetzt sammeln die sich dort. Ja, das ist zu weit weg, also müssen wir das hier machen. Fireflies! Glühwürmchen! Okay, jetzt müssen wir sie dort rüberbringen. Einfach als temporäre Station. Oh, Moment, kann man das hier direkt verbinden? Sieht nicht so aus. So, sehr schön. Und was haben wir denn hier? Wir haben hier Schusskraft plus... Schusskraft mal 2. Translokator kann jetzt doppelt so weit... doppelt so weit und fest geschossen werden. Okay. Das klingt gut. Sieht auch nicht schlecht aus. Das dürfte mir spätere Aufstiege wesentlich leichter fallen lassen. Okay. Und nu? Ja, nu können wir theoretisch wieder nach oben klettern, aber das ist mir jetzt zu anstrengend, deswegen beenden wir hier einfach die Folge. Okay, wir haben einen kleinen Fortschritt gemacht, würde ich sagen. Beziehungsweise, wir haben 2 kleine Fortschritte gemacht. Und nächste Folge gucken wir uns an, ob wir einen großen Fortschritt hinkriegen. Ja, bis dahin hoffe ich, es hat gefallen. Lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.